Jetzt zeigen wir dir schnurhaare eine Katze unter dem Mikroskop, eine ungewöhnliche Kreation der Natur und was aus mich im Bad herauskam. Unter jedem Mikroskop-Video baten sie die Cookie Schnurhaare zu zeigen. Das ist aber keine leichte Aufgabe. Cookie will nicht unter die Lupe genommen zu werden und seine Schnurhaare zu zeigen. Dann haben wir versucht, sich herauszuzüpfen. Aber die Schnurhaare sitzen sehr fest. Und es scheint, dass Cookie freut sich nicht über diese Aktion. Aber glücklicherweise fanden wir nach ein wenig Suchen einen Schnurhaar auf unserem Lieblingsstuhl. Großartig! Jetzt können wir genauer untersuchen. Unter Vergrößerung sieht das Haar aus wie eine Art glatter Plastikstift. Im Gegensatz zum menschlichen Haar hat es keine Schupfen. Und je näher am Ende, desto dünner ist es. Und ganz am Ende ist der Schnurhaare einfach super dünn. Da ist die Spitze eine Nadel zum Vergleich. Und hier die Spitze des Schnurhaars. Es ist so dünn, dass sie sich selbst bei geringsten Luftströmungen bewegt. Schließlich sind die Katzenschnurhaare überhaupt nicht für Schönheit. Mit ihrer Hilfe analysieren Katzen Luftschwankungen und orientieren sich auch in dunklen Räumen. Es kann als Orientierungssystem eine Katze bezeichnet werden. Selbst in absoluter Dunkelheit, wenn selbst die super sehende Katze nutzlos ist, spürt die Katze dank ihrer Schnurhaare, dass die Luft von Objekten dichter wird und erhält Informationen über das Hindernis, ohne physischen Kontakt damit. Viele baten darum, das Wachs unter dem Mikroskop zu zeigen. Deshalb nahmen wir eine Kerze, einen Glas und geben etwas Wachs darauf. Da wir am flüssigen Wachs interessiert sind, schmelzen wir es über denselben Kerze und setzen es unter dem Mikroskop. Wow! Seht ihr, wie sich die Farbstoffpartikel und andere Elemente irgendwo im geschmolzenen Wachs bewegen? Es ähnelt den Blutzellen im Blut, die wir gezeigt haben. Aber in einem Moment hören alle praktisch auf, sich zu bewegen, und das Wachs änderte sofort seine Struktur in eine feste. Ohne Vergrößerung ist nicht alles so schnell, aber unter dem Mikroskop sieht es so aus, als es würde sofort einfrieren. Das ist eine gewöhnliche Biene. Und sie alle wissen, dass sie Honig in den Bienenstock bringt. Aber nicht viele wissen, dass es neben Honig auch Pollen bringt, was sehr nützlich ist. Und es sieht aus wie eine bunte Grütze. Wir haben solche gekauft. Also, mir ist interessant, wie es unter dem Mikroskop aussehen wird. Am Anfang sieht es nicht so spannend aus, aber wartet mal. Wir zoomen es 400-fach. Wow, seht ihr das jetzt? Jedes Pollenkorn ist überhaupt nicht einheitlich, sondern besteht aus tausenden kleinen, einfach winzigen Kugeln. Und schaut mal, sie sind nicht glatt, sondern mit Dornen bedeckt, die an das Coronavirus erinnern. Vielleicht deswegen viele sind allergisch auf Blütenstaub. Hast du vergessen, Orange zu essen und es ist schimmelig? Und der Schimmelpilz dem ganz normalen Schnee sehr ähnlich ist. Aber es ist besser, solche Produkte nicht zu essen. Schimmel kann den Körper stark schädigen. Schauen wir uns die Strümpfe von Frauen an. Sie sind so dünn, leicht und aus irgendeinem Grund sehr elastisch. Wir legen sie unter dem Mikroskop und man sieht, dass es um eine Art Gitter handelt. Wir zoomen es noch mehr und verstehen, dass sich an den Ecken jeder Zelle eine kniffige Knote aus einem dünnen Faden befindet, die an eine Angelschnur erinnert. Anscheinend wirken diese Knoten als Federn, die es den Strumpfhosen ermöglichen, sich zu dehnen und dann in ihre ursprüngliche Position zurückzukehren. Im Internet haben wir ein Bild von Brokkoli unter dem Mikroskop gesehen und es sah sehr schön aus. Und natürlich wollten wir das Wunder der Natur mit eigenen Augen sehen. Aber zu unserer Überraschung, in der Wirklichkeit sieht Brokkoli ganz anders aus, wenn man es vergrößert. Es besteht aus hunderten sehr kleinen Mikroblumen und sie sind alle geschlossen. Wahrscheinlich öffnen sie sich dann, wenn es reif ist. Aber was haben wir dann auf dem Bild im Internet gesehen?
und wir haben dieses Ding für euch gefunden. Diese Pflanze heißt Romanesco-Brokkoli. Es ist ein riesiger Kegel mit ein paar Dutzenden kleinen Kegeln, auf denen hunderte winzige Mikrokegel sitzen. Und es ist wirklich sehr schön. Und das alles ist auch ohne Mikroskop sichtbar. Übrigens, wir haben diesen Kohl natürlich gekocht und gegessen. Es war sehr lecker. Wahrscheinlich gibt es keinen Menschen, der kein Sushi mag. Und die haben mich immer gefragt, in welche Art von Folie die Füllung von Sushi-Rollen eingewickelt ist. Wir haben ein Stück dieser Folie gekauft und unter dem Mikroskop gestellt. So, interessante Struktur. Es stellt sich heraus, dass es sehr stark komprimierte und getrocknete Algen sind. Deshalb sieht es aus wie ein Stück Plastiktüte. Und sieht, hier sieht man sogar einige Pickel. Vielleicht sind es Algenzellen oder sogar abgeleckte Kaviar. Und jetzt werde ich erzählen, was mit mir vor einer Woche passiert ist. Im vorletzten Video haben wir meinen Urin unter dem Mikroskop betrachtet. Und dort war so etwas in Form des Xbox-Logos. Unter den Zuschauern waren echte Laboranten, die in den Kommentaren schrieben, dass es sich um eine Art Kristalle handelte und ich möglicherweise Steine habe. Und irgendwie habe ich das nicht ernst genommen. Aber eines Abends, als ich ein Bad nahm, passierte es. Ich stieg in warme Badewanne und begann warmes Wasser zu genießen. Dann wollte ich auf die Toilette klein gehen, aber beschloss nicht auf die Toilette zu gehen, sondern alles in Badewanne zu machen. Sowieso wird keiner sehen. Aber plötzlich spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Ich fühlte einen leichten Schmerz im Unterbauch und irgendein Scheiß sprang aus mich heraus. Zuerst dachte ich, dass ich eine Art Homunculus geboren habe, aber zum Glück war es ein Stein, von dem ihr mich in den Kommentaren gewarnt habt. Ich trug ihn sofort unter das Mikroskop, um zu sehen, aus was es besteht. Und schaut es einfach an, das ist wirklich eine Kugel, die aus einem Haufen von Kristallen besteht. Und diese Kristalle haben sehr scharfe Kanten. Wahrscheinlich deswegen kam der Ball mit so starken Schmerzen heraus. Also, jetzt fühle ich mich wie eine Art Fabrik, die Steine produziert.